Studien wie der E-Government Monitor sind deshalb wichtig, weil wir Bürgerinnen und Bürger fragen, was bei ihnen eigentlich ankommt. Die Verwaltung fragt sich oft, was haben wir bereits online gestellt? Und wenn etwas da ist, sind sie zufrieden. Aber wir dürfen erst dann zufrieden sein, wenn digitale Verwaltung das Leben der Bürgerinnen und Bürger auch leichter macht. Der E-Government Monitor misst, wie bestimmte Dinge wahrgenommen werden, gibt Fakten tatsächlich aus der erlebten Wahrnehmung von Bürgerinnen und Bürgern, die dann extrem wertvoll sind, natürlich auch zur Umsetzung in Verwaltungshandeln. Das ist ein politisches Thema, wir müssen Gesetze ändern, wir brauchen Haushaltsmittel, wir brauchen Konzeptions- und vor allem Durchsetzungsmöglichkeiten. Und dafür ist es hilfreich. Für mich ist die Studie Maß dafür, im nächsten Jahr eben besser zu sein und dann zu sehen, dass wir noch weiter hochklettern. Die digitale Verwaltung ist so eine der letzten Bastionen, wo jetzt auch die Erwartungshaltung der Bürgerinnen und Bürger ist, digitalisiert euch, damit wir auch das Vertrauen in den Staat zurückgewinnen oder vielleicht auch beibehalten können. Und wir wissen eben mittlerweile, dass digitale Dienstleistungen als ein Indikator dafür genommen wird, ob man dieser Institution vertrauen kann. Ein anderer Indikator ist die schnelle Leistung von Dingen, die man da gerne hätte. Und ein dritter Indikator ist genau das leichte Ansprechbarsein. Und damit ist klar, wie digitale Dienstleistungen des Staates, E-Government, die Wahrnehmung der Bürger von der Leistungsfähigkeit ihres Staates beeinflussen. Die private Wirtschaft ist der Maßstab auch für die öffentliche Verwaltung und für die Zufriedenheit. Und ich glaube, in Deutschland ist die Lösung so sicher, dass sie wieder so kompliziert ist, dass man einen PIN braucht, um sich einzuloggen. Wenn man den PIN verloren hat, braucht man wieder einen PIN, um den Reset zu machen. Und das ist natürlich sehr umständlich und nicht user-friendly. Mein Wunsch wäre eine einheitliche Bundesplattform, auf der ich alle Dienstleistungen abbilden kann. Im Moment ist es so, ich habe mehrere Plattformen des Bundes, ich habe Plattformen des Landes und eine Plattform auf der kommunalen Ebene. Und der Bürger, wenn er denn gewillt ist, digital Anträge zu stellen, muss er sich das zusammensuchen und kommt damit nicht klar. Was ich tatsächlich überraschend und positiv fand, war die Sonderauswertung zur KI, um dort tatsächlich zu sehen, dass einerseits die Erwartung der Bürgerinnen und Bürger sehr hoch ist, dass die Verwaltung KI auch einsetzen soll und dass es tatsächlich auch verantwortungsvoll geschieht. Denn das schafft uns die Möglichkeit, auch im Vertrauen mit den Daten und den Technologien sorgsam umzugehen, für die Bürgerinnen entsprechend die Effizienzgewinne im staatlichen Handeln herauszuarbeiten, die wir schlichtweg brauchen, um leistungsfähig zu bleiben. Es gibt eine starke Einsicht, das ist heute auch hier in der Veranstaltung deutlich geworden, dass wir Strukturfragen korrigieren müssen in Deutschland. Damit meine ich sowas wie Staatsreform, vielleicht auch mal ins Grundgesetz an der einen oder anderen Schraube doch mal nochmal zu drehen, um, glaube ich, Verwaltungsumsetzung kooperativ einfacher zu gestalten. Ich glaube, es ist sehr wichtig, das immer an das Ziel zurückzukoppeln. Warum machen wir Digitalisierung? Damit eben die Bürger dem Staat und seiner Leistungsfähigkeit auch vertrauen können.